Herzlich willkommen zu diesem Video bezüglich der Deutung der Vorhersage für Deutschland basierend auf dem Vollmond vom 20. Oktober 2021 im Zeichen Widder. Ja, ich möchte Ihnen hier eine Technik vorstellen der vedischen Astrologie, wie man für ein Land etwas vorhersagen kann für die kommenden nächsten 3 Monate. Wie Sie wissen, ich mache ja die vedische Astrologie. Die vedische Astrologie entstammt ja aus Indien. Und in der vedischen Astrologie ist es so, dass der Mond viel wichtiger ist als wie das Zeichen der Sonne, beziehungsweise die Position der Sonne und so weiter. Man widmet viel mehr Aufmerksamkeit, wie sich der Mond verhält, die einzelnen Mondphasen. Es ist unglaublich, wie viele Techniken es dazu gibt. Und so möchte ich Ihnen heute das erste Mal eine Technik vorstellen. Man nennt diese Technik den Paksha-Chart, wie man anhand des Vollmondes für die nächsten 3 Monate etwas Licht hineinbringen kann, welche Themen für ein bestimmtes Land von Wichtigkeit sind, beziehungsweise welche Qualitäten bestimmte Bereiche der Gesellschaft erfahren werden. Wie wird der Chart erstellt? Für diejenigen, die etwas firmer mit der Astrologie sind, man nimmt den Moment des Vollmondes, ja, und dann ist es ja so, das ist um 16:56 Uhr am 20. Oktober und 40 Sekunden, nimmt dann als die Stadt, den Ort Berlin. Und dieser Chart wird dann erstellt und basierend auf diesem Moment kann man dann für ein Land 3 Monate etwas mehr Licht hineinbringen, welche Themen da vordergründig sind, wie ich eben sagte. Und dabei ist es so, dass jetzt diese Technik nicht den Anspruch erhebt, ja, dass wir dadurch alles sehen, ja. Also derjenige, der Astrologie tiefer macht oder vielleicht sogar unterrichtet oder sich beschäftigt, der weiß, dass eben viele Techniken angesehen werden müssten, um zu immer mehr Sicherheit in den Aussagen oder Vorhersagen kommen zu können. Und das ist schon ein größerer Aufwand. Trotzdem können wir bereits anhand des Vollmondcharts Licht hineinbringen, welche Themen jetzt brisant sind für Deutschland, auf was man sich vielleicht einstellen müsste. Und wie angedeutet, ist es deswegen auch ein leichtes, dieses Horoskop erstellen zu können für Österreich und auch für die Schweiz, indem man halt einfach den Ort tauscht, ja, und dann eben Wien etc. einsetzt als Ort für dieses vedische Horoskop. Der Vollmond im Widder hat selbstverständlich globale Wirkungen auf die gesamte Menschheit, ja. Er hat aber auch Wirkungen, die sich nur auf bestimmte Nationen beziehen. Und es wird in den Deutungen immer sehr viel gesprochen, die man so sehen kann, anhand anderer Videos, was das halt mit dem einzelnen Menschen macht, der Vollmond und. Aber da muss ich auch wieder sagen, letztlich reagiert da trotzdem jeder Mensch unterschiedlich drauf, weil da müsste man auch sehen, in welchem Haus und in welche Planeten da auch betroffen sind durch den Vollmond aufgrund des persönlichen Geburtshoroskops. Deswegen versuche ich, mehr Dinge Ihnen vorzustellen, wo man doch etwas mehr konkret etwas erkennen können, um wirklich Handlungsempfehlungen zu haben für die Praxis. Denn dass wir Selbsterforschung betreiben müssen, dass wir uns mit unserem Innenleben beschäftigen müssen. Ja, das ist klar. Und da werde ich auch noch viele Videos, so hoffe ich, machen können, Ihnen vorstellen können. Aber trotzdem ist jetzt eine Zeit,
wo wir auch uns fragen, ja, auf was muss ich mich vorbereiten, auf was muss ich mich einstellen, ja, wie kann ich mich verhalten, wie kriege ich die nächsten Monate gebacken, ja, mit was muss ich rechnen, ja, weil das, was uns aufgetischt wird durch die offiziellen Stellen und Medien, ist ja zum allergrößten Anteil komplett unbrauchbar. Das heißt, ich hoffe, dass die meisten unter Ihnen sehr bewusst ist, dass das überhaupt keine zuverlässigen Quellen mehr sind. Waren sie zwar auch noch nie, aber jetzt ist es so ziemlich im Endstadium. Und jetzt ist eben gefragt, wie kann man Licht in das Dunkel bringen, indem man sich selber mehr darum kümmert. Also glauben Sie mir auch nichts, ja. Aber Sie können dieses Horoskop ja selbst erstellen und mit ein bisschen Übung kann man da schon auch selbst gewisse Erkenntnisse machen. Und deswegen möchte ich Ihnen das auch zeigen, ja, am Horoskop, wie diese Energien wirken und wo da bestimmte erhöhte Wahrscheinlichkeiten sind, was passieren kann. 100% gibt es nicht in der Astrologie, in der Vorhersage, denn uns muss einfach klar sein, dass über den planetaren Einflüssen immer noch die Allmacht steht, also sprich Gott. Alles in der Schöpfung ist abhängig, ja, läuft nach gewissen Systemen und Einflüssen, ja, auch der Mensch ist nicht frei, nicht komplett frei, aber die einzige Kraft, die Gotteskraft, steht eben über allem. Und es gibt genügend Beispiele, wo göttliche Interventionen geschehen sind, wo keiner damit gerechnet hat, was passiert denn jetzt? Gibt's ja gar nicht, aber das kann man dann auch nicht mehr mit den Planeten erfassen, weil die Gotteskraft steht über allem. Gut, lang genug jetzt der Vorrede. Ich habe hier den Chart erstellt. Und so sehen Sie hier diese Darstellung der 12 Zeichen mit den 9 Planeten der vedischen Astrologie. Also hier, wir arbeiten ja ohne Uranus, Neptun und Pluto, weil die sind ja nicht sichtbar für das menschliche Auge, also nicht so von Bedeutung für die vedische Astrologie. Gleichwohl die Antiken sehr, sehr wohl von diesem Planeten schon vor Tausenden von Jahren wussten. Aber das ist ein anderes Thema. Dieser Chart, Sie sehen, ist jetzt erstellt eben auf Basis dieser Uhrzeit. Der Mond hier, na, ist im Widder. Und gegenüber in der Waage ist die Sonne, deswegen, weil das Gegenüber ist, Hammervollmond. Gleiche Gradzahl, 27, 26, 27, 26. Ich habe als Ort eingegeben Berlin, also gültig für Deutschland vom 20. Oktober bis circa 20. Januar. Vielleicht noch was zu dem Thema mit den Mondcharts. Man kann letztlich für ein Land sogar 12 Neumondcharts in einem Jahr machen und 12 Vollmondcharts. Das heißt, man hat 24 Mondhoroskope für eine Nation pro Jahr zur Verfügung und da kann man das dann noch spezifischer abgleichen. Bloß, wenn ich das hier anfange, da steigen Sie mir aus, weil das ist, da müssen wir dann, ja. Es ist auch schön, wenn man es etwas nachvollziehen kann. Deswegen versuchen wir uns hier zu begrenzen und Sie werden von mir auch noch andere Techniken gezeigt bekommen, wie man ein Land oder auch das eigene Horoskop, vedische Horoskop besser verstehen kann. Gut, was haben wir jetzt hier? Wir sehen, dass erstmal der Mond im Widder. Der Widder ist ein bewegliches Zeichen. Und immer dann, wenn der Vollmond in einem beweglichen Zeichen ist, also Widder, Krebs, Waage oder Steinbock, dann ist dieses Horoskop wichtiger, weil es erhält mehr wahrscheinliche Veränderungen. Ne? Sie wissen ja, bewegliche Zeichen, da tut sich was. Und deswegen ist der Vollmond in beweglichen Zeichen wichtiger als wie in den fixen Zeichen. Und wir haben jetzt hier einen Vollmond im Widder, noch dazu im ersten Zeichen. Steht ja auch immer ein Stück weit für Neuanfang. Und dadurch kriegen wir jetzt schon die Energie, hoppla, da könnte ja
etwas Interessantes oder Wissenswertes oder Bedeutungsvolles wieder in Bewegung geraten. Jetzt, insofern, da der Mond so wichtig ist, müssen wir uns auch anschauen, welche Häuser er regiert. Der Mond regiert ja das Zeichen Krebs, ne, das sehen wir hier mit diesem astronomischen Symbol hier, astrologischen Symbol, und darin fällt der fünfte und der sechste Hauspunkt. Der Mond selber steht ja für die Heilung, das fünfte Haus auch, das sechste Haus steht für Krankheiten. Das bedeutet, wir sehen hier eine ganz gute Energie oder Synergie, so muss ich sagen, eine Übereinstimmung, dass dieses letzte Quartal oder diese 3 Monate bis in den 20. Januar hinein geprägt sind auch von Themen, die etwas damit zu tun haben, Krankheiten zu überwinden, Heilmittel zur Verfügung zu stellen. Wir diskutieren jetzt bitte nicht die Qualität dieser Heilmittel, die zur Verfügung gestellt werden, ja, weil da muss ich ja, muss ich mich räuspern an der Stelle. Und deswegen sage ich das eben nicht in einer bewertenden Art und Weise. Und in der allgemeinen Beobachtung der Massen, der Mond steht ja auch für die Mehrheit der Bevölkerung, wie soll ich sagen, für die Masse der Menschen, für die allgemeine Wahrnehmung, wird es so sein, dass diese 3 Monate, wie ich beschrieben habe, stark gezeichnet sind dadurch, welche Heilmethoden, oder dass weiterhin Heilmethoden angewandt werden, um bestimmte Krankheitssymptome, Grippe, ja, besiegen zu können. Und hier ist jetzt interessant, dass wir den Mond im Marszeichen Widder haben. Und dieser Mars, der den Widder regiert, steht auch noch dem Mond direkt gegenüber. Ja, der Mars steht für die Heilmethoden, wo man etwas in die Haut stechen muss. So ein metalles Teil da und ein was in die Venen geben muss. Ich denke, Sie wissen alle, was ich meine. Und das ist interessant, oder? Das heißt, das Thema Impfungen wird ein großes Thema bleiben, die nächsten 3 Monate. Ja. Und jetzt ist es so, dieser Mars ist aber verbrannt, weil er zu nahe zu Beginn dieser 3 Monate an der Sonne steht. Das sieht man hier, Mars verbrannt, sehen Sie da. Ein verbrannter Mars hat weniger Takt in der Vorgehensweise, sondern der wird druckvoller, pushiger, heftiger, konfliktgeladener, ärgerlicher, brutaler auch, okay? Und Mars steht ja auch für Durchsetzen und die Sonne steht auch für die Regierung. Das bedeutet, wir erfahren, dass in den nächsten 3 Monaten der Druck, sich die ja angepriesene Heilmethode intravenös zuzuführen oder zuzuführen, ja, dass das zunehmen wird. Und da sehen wir auch, dass dabei, schauen Sie, das findet ja hier Mars und Sonne im Zeichen Entschuldigung, im Zeichen Waage. Waage wird ja abgebildet durch einen Menschen, das heißt, es ist ein sogenanntes Menschenzeichen. Und das ist insofern wichtig, weil damit klar ist, dass es jetzt wirklich stark darum geht, weiterhin die Menschen mit diesen angepriesenen Methoden, was die Grippebekämpfung angeht, zu versorgen. Und der Druck wird hier weiter zunehmen. Und nun, da gab es eine Aussage von dem deutschen Gesundheitsminister, so quasi im Oktober könnte jetzt dann alles abgeblasen werden, weil das jetzt so ganz gut aussieht.
dem kann ich astrologisch nicht zustimmen, ja. Aber bei Politikern gilt ja eh die Aussage, was interessiert mich meine Aussage von gestern? So rechne ich damit, dass hier nur wieder Hoffnung geschürt wurde und dann läuft es doch wieder ganz anders. Und so sollten Sie eben da jetzt keine große Veränderung des Kurses erwarten, Deutschland. Jetzt kommt dazu, dass hier auch der Merkur darin ist in der Waage. Na, das ist ja interessant, man muss ja immer schauen. Na, also das Zeichen Waage ist ja hier auch besonders wichtig, weil ja hier auch der Herrscher des Vollmondes, Mars, in der Waage sitzt. Das macht es ja umso interessanter, diese Achse hier. Na. Und daneben steht der Merkur in der Waage. Merkur regiert das siebte Haus hier, die Jungfrau. Und das siebte Haus hat auch Bedeutungen, wo es um die Mitmenschen geht, ja. Das bedeutet, nochmals angezeigt, dass der Druck auch im zwischenmenschlichen Bereich weiter ansteigen wird, weil da die Gesellschaft gespalten wird, ja, gibt es ein Lager, die meinen dann eben, dass die anderen das machen müssen und das andere Lager meint umgekehrt, dass die anderen das machen müssten und das spaltet die Gesellschaft, ja, weiter. Und das ist ein schwieriger Zustand, weil hier die Waage fällt ins achte Haus. Das achte Haus ist ein ungünstiges Haus. Das drückt aus, dass die Energien weiter an, sag ich mal, Unannehmlichkeiten zunehmen. Nun, bitte verstehen Sie mir nicht falsch. Ich bin hier nicht der Weltuntergangsprophet und wir werden auch schauen, was wir Gutes sehen können in den nächsten 3 Monate. Und es gibt immer auch Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Nur, ich bin auch kein Schönwetterprophet, der immer nur False Hope schüren möchte, also falsche Hoffnungen schüren möchte. Und dass ich dann, es gibt so viele Menschen in dieser Branche, die immer sagen, oh ja, jetzt passiert's dann und jetzt kommt der große Durchbruch und so oft wird das gepredigt und natürlich auch ich habe mich schon falsche Vorhersagen gemacht. Und hier müssen wir einfach bei dem bleiben, was wir hier sehen und nicht bei dem, was wir hoffen oder wie wir uns Sympathiewerte einhandeln. Denn lieber hoffen wir zwar das Beste, sind aber auf das Schlimmste vorbereitet und das ist halt meine Haltung in einer Zeit wie dieser, ja, in einer Krisenzeit, was ein freudscher Versprecher, also Sie wissen, was ich meine, passend mit der Situation umgehen zu können. Also, Merkur steht auch als Herrscher des siebten Hauses für das Reisen. Merkur ist auch verbrannt, ja. Und da Merkur verbrannt ist und für das Reisen steht, und zwar doppelt, ne, als Herrscher des siebten Hauses und Merkur steht immer für Reisen, rechne ich, dass das Reisen wieder erschwert werden wird. Man sollte also nicht davon ausgehen, dass jetzt die kommenden Monate die Möglichkeiten, so wie sie gerade momentan bestehen, weil momentan ist ja fast also etwas besser, ein bisschen lockerer vielleicht sogar, alles nicht ganz so streng, aber trotzdem, im Äther ist ja schon, dass hier wieder Blockaden gibt und dann bleibt man in einem Land stecken oder es läuft nicht wie geplant. Und Sie müssen so sehen, bitte. Sonne ist die Regierung, Mars ist die staatliche Exekutive, das ist Militär, Polizei, Kontrolle, Aufsichten, ja. Das heißt, die staatliche Kontrolle mittels der ausführenden Organe in Bezug auf das Reisen, Merkur, wird der Druck zunehmen oder damit mehr Blockaden entstehen, die das Reisen schwieriger machen. Also jetzt müssen wir ein bisschen mehr Lichter machen. Ja. Ich spreche ja hier aus Nordzypern zu Ihnen. Hier wird es ja schon früher dunkel. So, jetzt. Dann, Merkur regiert aber auch den dritten Hauspunkt, ja, hier in den Zwillingen, wo auch noch Rahu drin steht. Und steht schlecht im achten Haus und verbrannt. Merkur steht für Informationen. Und wenn wir so einen schlechten Merkur haben, der in mehrfacher Hinsicht für das Thema Informationen steht, aber auch Medien und Nachrichten und Fernsehen und
Dinge, die halt in den Zeitungen veröffentlicht werden, so können wir an dieser Stelle sagen, die sind nahezu komplett unbrauchbar, denn da wird jetzt immer mehr. Ja, wie soll ich sagen? Okay, ich glaube, die Aussage ist deutlich. Und wer das zu vertreten hat, das sehen Sie daran, dass Merkur natürlich durch die Konjunktion mit Sonne und Mars, ja, darunter leidet. Das heißt, es sind die Planeten, die hier diesen Zustand in Bezug auf Merkur hervorrufen. Und gerade eben habe ich Ihnen ja erzählt, wofür Sonne und Mars stehen. Das heißt, bitte, das ist auch fast schon Aufruf. Also wer das nicht erkannt hat, ja, dass das, was medial durch den Äther geht, zu 95%, das ist, also ich lebe hier zum Beispiel in Nordzypern jetzt schon 1,5 Jahre, beziehungsweise insgesamt in Nord auf Zypern 3,5 Jahre. Also das, was geschrieben wird, wenn ich lese, ja, mal so, was wird so geschrieben in meiner Heimat über hier, das ist immer ganz was anderes als das, was hier ist, ja. Muss ich nicht weiter kommentieren. Ich habe es jetzt hoffentlich vorsichtig genug gesagt. Ja, weil, ja, Wahrheiten auszusprechen ist gefährlicher geworden. So, jetzt weiter geht's. Mars-Sonne-Konjunktion, noch dazu im schlechten achten Haus. Dazu kommt ferner, dass Merkur ein Feind ist für Mars. Das heißt, wir haben hier einen absolut, Entschuldigung, ich sage das mal ganz platt in der astrologischen Sprache, absolut kaputten Mars. Was? Und das im schlechten achten Haus. Für Mars ist das von den 12 Häusern die schlechteste Position, in der er stehen kann. Und das haben wir hier im Deutschlandchart. Bitte keine Angst jetzt haben, aber das bedeutet, dass Mars-Themen instabiler sind. Mars steht für Energie. Mars steht für Technik. Mars steht auch für das Wetter. Merkur steht übrigens auch für das Wetter. Das bedeutet, es kann Instabilitäten geben, die eben mit Energie, Technik, Wetter, ja, zusammenhängen. Und so können wir zwar nicht 100% sagen, 100% gibt es nicht, aber ich möchte Sie ermuntern, dass Sie sich trotzdem so organisieren, dass Sie sagen, okay, gut ist, dass zu Hause die Lager voll sind. Vorratswirtschaft macht ja Sinn. Und auch die Regierungen der Länder Österreich und Deutschland haben ihre Bürger ja schon informiert, dass es mal zu einem Ausfall kommen kann. Ja, und dass jeder aufgerufen ist, sich da gut einzudecken. Und es hat was damit zu tun, dass es eben, dass man eben schauen soll, ja, wie friere ich nicht und wie kriege ich es hin, dass ich noch Licht habe. Ja, also Kerzen werden wieder modern. Bitte, ich sage jetzt nicht, dass jetzt diese 3 Monate die Lichter komplett ausgehen. Aber Sie sehen es selber aufgrund der Konstellation, es ist eine erhöhte Instabilität da und in meinem Newsletter übrigens für Oktober 2021, der Ende Oktober immer versandt wird an die eingetragenen Mitglieder oder Nutzer, so muss ich sagen, ist ja gratis, mache ich eine 25-seitige Analyse für die Zukunft Deutschlands. Ja, ich bin schon laufend am Schreiben für die Jahre 22 und 23. Ja, und wenn Sie da mehr Tiefe haben wollen, tragen Sie sich ein in meinen Verteiler. Da kann ich auch noch ganz anders drüber sprechen. Aber ich hoffe, das ist schon mal hier jetzt ersichtlich geworden, was hier los ist. Dann, jetzt hier oben, Jupiter herrscht ja über den Aszendenten, das Zeichen Schütze. Okay, der Aszendent repräsentiert immer die Volksgesundheit, ja, die Menschen in Deutschland. Dieser Jupiter, der also Sie, meine verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland, repräsentiert, steht im 12. Haus zusammen mit Saturn. Was bedeutet das? Nun, das 12. Haus ist auch kein guter Platz. Also bloß mir schon allein hier von Interesse, die schlechten Plätze sind das 6. Haus, das 8. Haus insbesondere, aber auch das 12. Haus. Von 9 Planeten, 5 Planeten in schlechten Häusern zeigt schon mal, dass es nicht so ganz
Super wird diese Zeit, ja. Jupiter, der also Sie, die Menschen in Deutschland repräsentiert. Saturn steht für Kontrolle. Saturn steht für Verlust von Freiheit. Saturn steht für Isolation. Das bedeutet, das Risiko ist größer, dass es wieder Maßnahmen gibt, wo Menschen mehr getrennt werden oder mehr Kontrolle erfahren oder mehr Isolation oder mehr Einschränkungen. So sollten Sie sich bewusst machen, dass Reisen vielleicht nicht so leicht möglich ist, und auch wenn man vielleicht jetzt nur reisen kann, dann ist es fraglich, ob man wieder zurückkommt, weil die Dinge sich schnell ändern können. Übrigens, Merkur, der ja auch für das Reisen steht und der auch als Herrscher des siebten Hauses für das Reisen steht und der hier sehr verletzt ist im achten Haus, noch dazu auch verbrannt ist, empfiehlt, dass es keine gute Zeit ist für das Reisen. Man möchte nicht, ja, mit so einem schlechten Merkur, jetzt für Deutsche, in dieser Phase reisen. Ich meine, das wissen Sie wahrscheinlich alles, aber vielleicht hilft es Ihnen da ein bisschen Bestätigung dafür zu bekommen. Und hier auch mit Jupiter im 12. Haus ist es so, dass die Zeit eben schwieriger ist, was jetzt persönliche Freiheiten angeht oder auch gesundheitliches Wohlergehen. Denn das bedeutet ja auch hier, dass die Gesundheit leidet. Ja. Hier vielleicht auch mal gleich, wie man das ins Positive drehen kann. Ja. Denn bitte, das, was uns bleibt, ist ja, wie wir mit den Dingen umgehen, weil wir können die Situation jetzt nicht von heute auf morgen ändern. Aber wie kann man diese Energie, Jupiter und Saturn in Haus 12, jetzt positiv nutzen? Positiv, zum Beispiel Saturn regiert ja auch das 11. und das 12. Haus, 12. Hauspunkt. 11. Haus steht für Gleichgesinnte. Jupiter steht für höhere Ideale, ganzheitliches Denken und für gute Dinge, für Wohltätigkeit. Das bedeutet, jetzt können sich mehr aus dem Verborgenen heraus Gruppen zusammentun, ja, und zusammenfinden, die gute ethisch-moralische Ziele verfolgen wollen. Gleichzeitig aber weise ich nochmal darauf hin, dass aber es ist auch so, dass man jetzt eher davon profitieren kann, sich zurückzuziehen. Na? Mit Jupiter und mit dem 12. Haus, was hier doppelt angezeigt ist, eine positive Bedeutung vom 12. Haus ist zum Beispiel die Verbindung mit dem Göttlichen, die Meditation, die Kontemplation, ja, das nach innen gehen, ja, das wird jetzt hier besonders gefördert. Also sprich, sich freiwillig zurückzuziehen aus diesem weltlichen Theater momentan. Derjenige, der möchte, dass das weltliche Theater so weiterspielt, wie es bisher war, der wird mehr leiden, weil eben durch mehr Kontrolle, mehr Isolation, mehr Instabilität, mehr Opfer, die man erbringen muss, ne, das 12. Haus steht auch für Opfer, damit man seine Freiheiten oder verbliebenen Freiheiten noch wahrnehmen kann, der wird mehr leiden. Diese Konstellation zeigt aber auch an, dass es Sinn macht, sich auf einer tieferen Ebene mit seiner Gesundheit zu beschäftigen oder auch sehr kritisch zu hinterfragen, was alles für gesundheitliche Dienste angeboten werden. So, dann Rahu, der ist ja besonders wichtig, weil sein Herrscher Merkur steht in dem Sonnenzeichen, das ja immer gegenüber ist dem Vollmond. Und damit ist der Merkur hier und damit auch Rahu besonders wichtig. Jetzt haben wir hier einen schlechten Rahu, okay? Weil dessen Herrscher Merkur verbrannt ist, im schlechten achten Haus steht, mit dem Mars zusammensteht, der auch bitter ist. Das heißt, schlechter Rahu. Schlechter Rahu wirkt sich aus, dass die Informationen, die über den Äther gehen, also auf dem
normalen gängigen Wegen, ja, Zeitungen, Fernsehen, Täuschungen sind. Rahu, da ist Nebel. Rahu ist Nebel. Und Rahu beeinflusst aber auch das zweite Haus. Das zweite Haus steht für die Stabilität der Währung. Das bedeutet, die wird weiter instabil. Und so sollte sich jeder genau überlegen, was er mit seinen Ersparnissen macht. Ja, noch ist Zeit, aber die Instabilität durch eine Zunahme der Teuerung. Ja, wir wissen, das kann, womit kann die Teuerung in Verbindung stehen? Ja, schauen Sie her. Merkur, der Herrscher des Geldhauses, des zweiten, steht zusammen mit Mars. Mars steht für Energie. Das heißt, Energiepreise, könnten problematisch sein, ja, für die Bevölkerung. Kriegen wir jetzt schon mit, ja, ist kein neues Geheimnis. Aber wir sehen jetzt auch nicht, dass das sich entspannt. Und besonders bitter wird es ja dann, wenn man dann die Sachen kaufen muss und die dann noch teurer werden. Langt ja so schon. So, dann also Zunahme der Inflation. Und Rahu beeinflusst auch den vierten Hauspunkt. Das kann wieder Wetterkapriolen anzeigen, aber auch Wetterkapriolen, die oder auch Instabilitäten, die mit Gewässer zu tun haben, ne? Weil das vierte Haus steht für Wetter und Wasser auch. Und interessant hierbei ist, dass dieser Merkur, über dessen Themen oder Bedeutungen ich gerade gesprochen habe, unter sehr starkem Einfluss von Mars und Sonne steht. Das bedeutet, dann bekommt man auch eine Idee davon, welche Kräfte hier an der Gestaltung über das eben Gesagte beteiligt sind. Jetzt die gute Nachricht aber nochmal. Durch die angezeigten Konstellationen werden nun auch mehr Informationen, ja, über gute Heilmethoden, ja, an die Öffentlichkeit geraten. Damit meine ich jetzt, ja, da würde ich meinen Newsletter zu lesen, das kann ich, darf ich, kann ich jetzt hier nicht so sagen. Sprich, es gibt gewisse Behandlungen, die rufen ungünstige Wirkungen hervor. Und da tun sich jetzt auch Informationen mehr und mehr auf, wie man damit umgehen kann oder was man da machen kann. Ja. Und was auch positiv ist, dass mehr Gruppen, die sich bilden, in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erlangen. Und so kann die normale Nachrichtenwelt das nicht komplett den Deckel drauf halten, weil das jetzt doch eine bewegende Kraft wird, die an Dynamik gewinnt. Nun, Sie sehen, es ist schon interessant, oder? Was man hier jetzt so erkennen kann. Und vielleicht jetzt noch eine Anmerkung. Das zehnte Haus steht für die Regierung hier im Schützen. Da steht Venus mit drin, die übers achte Haus herrscht, die ja auch die Sonne regiert, das auch für die Regierung steht. Das heißt, es gibt einen Kanzlerwechsel. Gut, da muss ich ja Astrologe sein, dass ich das vorhersagen kann. Aber es ist doch interessant, oder? Wie sich die Dinge eben zeigen. Vielleicht gibt es aber auch einen Wechsel vom Verteidigungsminister, das ist Mars, ne? Mars, der Verteidigungsminister im achten Haus, wird auch ausgetauscht, aber ich glaube, ich lese dann immer so die normalen Nachrichten. Keine Ahnung. Werden wir mal schauen, was da passiert. Jetzt, das war's jetzt erstmal. Und weitere Videos ähnlicher Art und Weise werden folgen. Wir werden uns auch wieder etwas mehr den einzelnen Menschen zuwenden, den einzelnen Aszendenten, den einzelnen Mondzeichen, ja, und dass man hier, wissen Sie, diese Themen, die in der Welt momentan geschehen, sind ja so gemacht, damit sie die Kraft haben, die Aufmerksamkeit des Menschen draußen zu halten. Und wichtiger ist es ja, dass wir unsere Aufmerksamkeit mehr nach innen bringen,
eben durch Rückzug und diesen Weg nach innen gehen, Meditation, Kontemplation. Das vedische Astrologie ist ganz groß und stark mit dem Thema Spiritualität verknüpft und ist eigentlich der Wegweiser, wie wir mehr Sehnsucht zu unserer wahren Heimat entwickeln können und hier geführt werden können durch die planetaren Konstellationen, die uns entlang dieser Himmelslichter dann zurück zu uns selbst und dort, wo das wahre Wasser des Lebens ist, geleiten. Nicht je, für jeden ist es wichtig, das kann ich auch akzeptieren. Nur mein Ziel ist natürlich auch, möglichst viel von dem, was die Grundidee der vedischen Astrologie ist, ihnen zugänglich zu machen. Und jeder nimmt sich halt da das draus, womit man eben dann etwas anfangen kann. Generell gilt, ja, gehen Sie nicht in die Furcht, sondern gehen Sie stattdessen in die Handlung. Furcht lähmt. Wenn Sie, und wenn es auch nur kleine Dinge sind, in die Handlung gehen, dann haben Sie das Gefühl von Macht. Das wichtigste Haus der Handlung ist das 10. Haus, okay? Und das 10. Haus steht aber auch für Macht. Das bedeutet, wenn Sie in die Handlung, in die Aktion gehen, gut für sich zu sorgen, ja, dann bekommen Sie auch das Gefühl mehr, dass Sie Macht haben und große Hürden überwinden können. Und darin liegt auch meine Empfehlung. Das heißt zum Beispiel, okay, dann schauen wir halt, ja, dass wir die Lager voll haben und dass wir auch meinetwegen genügend Kerzen daheim haben. Und dann schauen wir auch, wie machen wir das mit unseren Finanzen. Und dann schauen wir auch, mit welchen Menschen vernetze ich mich. Und dann schauen wir auch, was erhebt mich an Informationen. Und dann schaut man auch, was konsumiert man an Informationen, was einen vitalisiert. Und dann schaut man auch, was kann man jetzt tun, um mehr Eigenverantwortung zu übernehmen für die Gesundheit, für das Wohlergehen. Ja, das sind dann auch gute Dinge, weil die Entwicklung, die wir haben, ist, entweder Sie vertrauen jetzt weiter komplett dem System und marschieren mit dem, oder Sie erkennen, dass das eine Sackgasse ist und packen jetzt an, und sagen zurück zu den Wurzeln, Schritt für Schritt, Step für Step, ja, auch wenn es ein Rückschritt ist, aber sie holen sich ihre Freiheit und damit auch ihre Eigenverantwortung mehr zurück. Und das ist dann der Weg natürlich von einem Leben zu mehr Fülle, Freiheit und Glückseligkeit und Gesundheit und einem besseren Leben. Der andere Weg, mitzugehen mit dem, was alle wollen, der breite Weg. Lesen Sie auch die Heiligen Schriften. Der breite Weg, das, was die Masse jetzt mitmacht, kann schon mal von daher nicht richtig sein. Das haben uns die Heiligen wissen lassen. Da heißt es ja, Masse ist nicht gleich Klasse. Ja? Oder die wirklich guten Dinge sind halt die Ausnahme. Und dann muss ich schon verstehen, dass ich einfach sage, okay, ich muss eher links oder rechts rumgehen und nicht eben mit ja, mit der großen Masse mitmarschieren. Ja? Und es war noch nie ein guter Rat. Ja, noch nie ein guter Rat, auch wenn es uns in der Tierwelt vorgelebt wird, einem Hammel hinterherzulaufen. Aber wir sind alles Könige, ja, oder Königinnen. Und wir müssen, unser Weg für jeder einzelne von Ihnen ist ganz anders, als wie man das pauschal für alle sagen kann. Nur in einer Hinsicht ist der Weg für alle gleich, dass der Weg für alle letztlich, egal, wann man sich dafür entscheidet, halt in Richtung Licht, dem Wasser des Lebens, ja, wie soll ich sagen, der Gottverwirklichung im Menschen hinmünden möchte. Aber wir können das auch gern natürlich verzögern und unsere Bedürfnisse noch ausleben, ehe wir dann wirklich wunschlos zurückkehren ins Haus des Vaters. So, das waren jetzt ein paar Anmerkungen.
Und weitere Videos in der Richtung werden folgen. Ich hoffe, es war informativ für Sie. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, freue ich mich über eine positive Rückmeldung. Das motiviert natürlich auch weiterzumachen, weil man sieht, dass das einen Nutzen stiftet, weil sonst weiß ich es ja nicht, ob Sie damit was anfangen können. Und außerdem viel mehr Informationen finden Sie unterhalb dieses Videos, wie Sie auch sich in meinen Newsletter gratis eintragen können. Da gibt es jetzt wieder eine ganz große Ausgabe mit viel Hintergrundinformationen, speziell für Deutschland. Große Deutschland-Analyse und auch eine große Analyse für Donald Trump, was jetzt da eigentlich genau läuft aktuell. Dann habe ich auch ja meine liebe Ehefrau Brunhilde erstellt ja vedische Horoskope. Das bedeutet, wenn Sie interessiert sind, ja, auch Ihr persönliches, ja, Horoskop, vedisches Horoskop erstellen zu lassen, da finden Sie auch den Link, wie Sie mal stöbern können, welches der Horoskope besonders interessant ist in der so wichtigen Zeit wie jetzt. Ja, ist ja das sicherlich auch etwas ganz, ganz Tolles. Und Sie sind aber auch immer eingeladen, bei mir die vedische Astrologie lernen zu können. Ich habe ja eine Online-Schule für vedische Astrologie. Auch dazu finden Sie unterhalb dieses Videos einen Link. Und es gibt auch einen Blog, den ich betreibe. Da, ja, werden jetzt auch wieder mal mehr Artikel kommen, schriftlicher Art, für diejenigen, die auch gerne lesen. Ja, das finden Sie alles unterhalb dieses Videos in der Infobox. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, wieder zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und ich wünsche Ihnen den göttlichen Segen. Bleiben Sie im Vertrauen trotzdem, ja? Denn wahre Frieden ist der, wenn man trotz dem Sturm in der Ruhe bleiben kann. Und da müssen wir ja sowieso hinkommen. Da haben wir jetzt gute Gelegenheiten, das an uns selbst zu überprüfen und zu beobachten. Ja? In diesem Sinne, bis in Kürze, bis zum nächsten Video. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.